Damit hallo und herzlich willkommen zurück. Mein Name ist Ploskva. Weiter geht es mit der Gothic 2 Atari Edition. So, wir hören uns mal den Rest von Erol an. Du hast den Banditen in die Flucht geschlagen? Ja, aber sie sind bestimmt noch oben auf der Brücke. Richtig. Kannst du mir beibringen, auch so hart zuzuschlagen? Na sicher kann ich das. Erstmal wegen den Steintafeln. Wegen der Steintafeln. Ich habe einige davon. Ich danke dir. Das sind genug. Damit werde ich mein Versprechen bei dem Wassermagier der Stadt einlösen können und kann endlich wieder nach Hause. Natürlich werde ich sie dir bezahlen. Ich gehe jetzt heim. Komm mit, wenn du willst. Vielleicht kann ich dir ein paar Dinge verkaufen, die dich interessieren könnten, wenn wir da sind. Ja, dem Angebot werde ich nachkommen, beziehungsweise zu einem späteren Zeitpunkt. Denn er hat einen Lebensenergietrank, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, zu verkaufen, der plus 10 oder irgendwas auf maximale Lebensenergie gibt. Den werde ich ihm auch abkaufen, aber jetzt noch nicht. Er geht Richtung dem Hof von Ona und da werden wir später sowieso hingehen. Da schauen wir dann mal bei ihm vorbei und werden ihm das Zeug abkaufen. Aber jetzt kümmere ich mich... hat's mich jetzt gerissen. Oh Gott. Den Goblin habe ich ja völlig vergessen. Oh Mann. Nichts zu holen. Ja. Gut, wo war ich? Ja, zu Randolph. Ich überlege gerade, ob ich noch hier irgendwo in... den Wald gehen sollte, aber nee, lieber nicht. Lieber nicht. Wo ist denn Randolph? Da hinten. Habe ich eigentlich bei Akil schon mit... Ja. Ich muss gehen. Mach's gut. Ich wünschte wirklich, ich hätte mehr für dich tun können. Alle Gesprächsoptionen durch. Tja, wer ist jetzt Randolph? Das linke oder das rechte? Also der linke oder der rechte, aber ich glaube eher. Ja. Ihr habt euch ziemlich ähnlich gesehen. Wie viel Geld brauchst du für den Wettkampf? 10 Goldmünzen. Ja, locker. Ich gebe dir das Geld für den Wettkampf gegen Ruka. Wirklich? Besten Dank. Ich werde es dir bald zurückzahlen. Wenn ich gewinne, lege ich sogar noch was drauf. Wir sehen uns. Jo, das werden wir. So, der Bauer hat mir soweit ich weiß nichts zu sagen. Hab ich denn mit der Frau schon alle Gesprächsdialoge? Hey. Ja. Auch schon alles erledigt. So, in den Wald werde ich auf gar keinen Fall gehen. Gut, jetzt überlege ich mal. Jetzt gehe ich erstmal zurück in die Stadt, weil jetzt habe ich jede Menge Zeug zu verkaufen. Ein paar Quests zu erledigen. Wobei, ich könnte natürlich auch... Ich gehe zu Onas Hof. Gehe ich zu Onas Hof? Ja, ich gehe zu Onas Hof. Ich gehe zu Onas Hof, queste mich da ein bisschen durch. Verhauen ein paar Leute. Soweit möglich. Wobei, da könnte ich Spruchrollen für brauchen. Ne, ich muss zurück in die Stadt. Denn ich werde mich auf Onas Hof mit ein paar Leuten anlegen. Um die umzuhauen, Erfahrung zu kriegen, Quests zu machen. Aber das Problem ist, da ich halt noch nichts in Kampffähigkeiten investiert habe. Und Magie oder sonst irgendwas. Wird es ein bisschen schwierig, die ganzen Leute zu verprügeln. Das heißt, es wäre sehr praktisch, ein paar Feuerbälle zu haben. Also gehe ich mal kurz verkaufen und ein paar andere Sachen in der Stadt machen. Weil ich könnte auch die Quests... Ich habe ein paar Quests. Ach ja, erstmal könnte ich die ganzen Lederbeutel aufmachen. Weil ich habe ein paar Quests. Die Bromors Schale zum Beispiel von Lucia oder... Die Waffenhändler-Quest habe ich fertig. Das könnte ich alles mal abgeben. So. Gehen wir mal zurück in die Stadt. Da fühle ich mich wieder sicher. Ich könnte natürlich auch hier geradeaus mal weitergehen. Und mich da mal ein bisschen umschauen. Das ist auch eine Höhle mit nur ein bisschen... nur mit ein bisschen Ratten und Mollerrats und so. Da könnte ich eigentlich auch mal hingehen. So, jetzt ruckelt es ein bisschen. Das ist immer so, wenn man das erste Mal so in eine Gegend kommt mit dem Renderer, das... Muss erstmal, glaube ich, in Arbeitsspeicher geladen werden oder so. Aber, Mika, kann ich eigentlich mit dir nochmal irgendwie reden? Ich glaube, das war
das Quest bei den Söldnern, also auf Akils Hof, das ist das Einzige, wofür man Mika braucht. So. Er redet einfach zu viel. Hallo Daron, eigentlich wollte ich zu Zuris. Wirklich? Das ist ja interessant. Irgendwer muss. Zeig mir deine Ware. Gut. Er hat auf jeden Fall viele Feuerbälle. Die kosten halt 50 Gold pro Feuerball. Blitzschläge kann ich nicht benutzen. Zu viel. Ach, Moment mal. Ich könnte doch mal die ganzen Steintafeln lesen. Hier Bogenschützen. Armbrustschützen. Jetzt gibt es ordentlich Lebensenergie nochmal. Ja, okay, was heißt ordentlich? Das waren jetzt 20 LP. Also 20 Lebensenergie. Lebensenergie 3 plus 15. Ja, plus Magie. Ach, nur plus 2, das ist natürlich nicht besonders viel. Aber noch eine Magie 2 Spruchrolle. Lucias Abschiedsbrief, Eddas Fischsuppe, Einhandkampf. Und es wird noch viel schlimmer. So, wie viel Mana habe ich denn jetzt? 26! Auch den ganzen Tag. Woher habe ich denn auf einmal so viel Mana? Das habe ich schon immer gesagt. Waren das jetzt nur die Wer sagt denn sowas? Die Steintafeln da? Weil jetzt kann ich ja schon Blitzschläge benutzen. Das ist ja schrecklich. Jawoll! Irgendwer muss die Arme Eisblöcke haben. Kann ich auch benutzen. Boah, Zuris, jetzt brauche ich dich. Zeig mir deine Ware. Ich brauche später eh kein Geld mehr, von daher gib mir mal ein paar Feuerbälle. Ich glaub, 10 Feuerbälle, damit komme ich erst schon mal recht weit. Das habe ich schon immer gesagt. Und Blitzschläge, die machen richtig viel Schaden. Wer sagt denn sowas? Also brauche ich erst wieder ein bisschen Geld, aber ich habe so viel Zeug dabei, da kann ich ein bisschen was verkaufen. Er sollte lieber Zeig mir deine Ware. Mein Mann sieht das anders. So, ein paar Waffen kann ich verkaufen. Orkschlechter, Langschwert, ja. Also, hier sieht man jetzt benötigte Stärke 85 und Schaden 85. Normalerweise tue ich das immer weg, wenn es so 1 zu 1 ist. Ach, erzähl mir nicht sowas. Hier ist zum Beispiel benötigte Stärke 130, aber Schaden dafür 135, also 135, ein bisschen mehr. Diese 1 zu 1 Dinger mag ich eigentlich nicht. Außer den groben Zweihänder, weil er cool aussieht. Einen Wolfszahn brauche ich schon mal nicht. Grobes Kriegsbeil. Brauche ich auch nicht. Schlimme Zeiten sind das. Degen, ja. Da brauche ich eigentlich auch keinen, weil, soweit ich weiß, sind die gleich stark. Ich habe was anderes. Der Banditen und der normale Degen. Er erzählt alles der weiter. 40, 30, 70, 5. 40, 30, 70. Okay, dann ist der, hat noch einen Talentbonus. Aber einen Degen muss ich hier aufheben. Das könnte ich für die Waffenlieferungsquest brauchen. Nagelkeule. Benötigt Stärke 30 und 40. Kann ich mal kurz auf meine Stärke schauen, bitte? 22. Zeig mir deine Ware. Ja, Langschwert, Reichweite. Das ist mal wieder typisch. Also die Orkwaffen brauche ich eh nicht, die kann ich sowieso nicht tragen. Rostige Schwerter brauche ich auch nicht. Das hier auch nicht. Armbrüste benutze ich eigentlich nicht. Das darfst du keinem erzählen. Benötigte Stärke 50, Schaden 90. Boah. Er erzählt alles weiter. Nicht schlecht. Vielleicht sollte ich doch eher auf Armbrust setzen, wenn ich hier tatsächlich Söldner oder so mache. Die behalte ich jetzt mal. Und das wird noch viel schlimmer. Ein paar Bogen kann ich verkaufen. Ich glaube da nicht dran. Das behalte ich mal. Man kann ihn nie wissen. Ja, ein paar Fischchen kann ich jemand verkaufen. Wobei, ich sollte mal jetzt schauen, dass ich jetzt hier nicht so viel Schrott an Hakon verkaufe. Ich nehme mal Jora als Schrotthändler her. Zeig mir deine Ware. Der erzähle ich gar nichts mehr. Dunkelpilze, die kaufe ich natürlich. Das darfst du keinem erzählen. Den Rest kaufe ich nicht. So, Jora, willst du einen Krautstampfer? Willst du sägen oder pfannen? Das oder was nimmt mir der Fischhändler ab? Ich glaube nur Schalen, also nur Kelche und Teller. Ich glaube die Kerzenständer nimmt er mir nicht ab. Das heißt, die verkaufe ich hier mal. Das ist ja schrecklich. Zerkratzte nimmt er mir auch nicht ab. Warum soll ich mich denn noch alles Den Rest hier hebe ich mal auf.
Perlen, ich weiß es nicht. Eventuell brauche ich die mal für irgendeine Magierrune. Lieferung, die werde ich auf jeden Fall brauchen. Das Rezept habe ich schon gelernt. Lucius Abschiedsbrief brauche ich auch noch. Ja, ich brauche keine zwei Landkarten, die von Nefarius reicht. Kann ich hier noch was verkaufen? Ja, ein paar Biere kann ich verkaufen, ein bisschen Wacholder kann ich verkaufen. Jede Menge Wasser kann ich verkaufen. Wobei, das hat, die geben ja 15 AP. Okay, soweit so gut. Jetzt habe ich wieder 500 Gold. Ich muss weiter. Das werde ich direkt bei Zuris verjubeln. Zeig mir deine Ware. Blitzschläge will ich haben. Skelett erschaffen. Golem erwecken. Ja, her damit. Wenn ich es nicht mit eigenen Augen gesehen hätte. Feuerball. Das ist doch kein Geheimnis. Und Skelett erschaffen. So. Jetzt habe ich kein Geld mehr. Das ist aber auch jetzt nicht so tragisch. Geheimnis mehr. Das ist ja interessant. Hallo Bartok. Ich weiß, ich hoffe, man kann mit dir später nochmal losziehen, weil das fand ich eigentlich ganz cool. So, was mache ich denn jetzt zuerst? Ich kann die Waffenlieferung machen. Ja, die Waffenlieferung mache ich jetzt auch. Dazu muss ich aber, glaube ich, erstmal das Dokument lesen. Degen, Kürzschwerter, Brote, Flaschen, das war das letzte Mal. Die Sache wird mir langsam zu heiß, Fernando. Ja, Fernando, dann unterhalten wir uns doch mal. Hallo Milizionäre, ich weiß gar nicht, ob ich euch mal irgendwann zu was brauche, aber ich glaube nicht. Ne, das sind die Standarddialoge. Aber so groß war der Zorn Belians, ist eigentlich Valentin, dass er über das Land kam und das Tier erwählte. Vielleicht kann ich mit Vatras mal neue Dialoge wegen der vermissten Leute. Ja, da könnte ich vielleicht ein paar IP kriegen. Wegen der vermissten Leute. Ja? Das ist doch alles nur Gerede. Ich will dir erzählen, was ich weiß. Ich habe in Erfahrung bringen können, dass die Banditen für das Verschwinden der Menschen hier verantwortlich sind. Das entführte Mädchen Lucia hat sich den Banditen nach ihrer Entführung angeschlossen. Der Anführer der Banditen heißt Dexter. Er ist verantwortlich für die Entführung. Ich kenne Dexter noch aus der Strafkolonie. Damals arbeitete er für den Erzbaron Gomez. Er wird sich sicher an dich erinnern. Du solltest vorsichtig sein. Ich denke, du bist auf der richtigen Spur. Weiter. Ich bin auf jeden Fall auf der richtigen Spur. Ist das wirklich wahr? Ja, die eine, ich habe zwar jetzt nur eine Steintafel, aber die kann ich mir auch schon mal geben. Ich habe noch eine Steintafel für dich. Gut. Hier, nimm ein paar Tränke als Belohnung. Elixier der Heilung, ja, wieso nicht? Das kann ja nicht ewig so weitergehen. Moment mal, Waffenhändler. Ich rede erstmal mit Fernando. Ich glaube, ich könnte jetzt direkt zu Vatras gehen und sagen, hey, Fernando ist es übrigens, aber ich rede erstmal mit Fernando. Mal schauen. Er bietet mir, glaube ich, irgendwas an, aber das werde ich eh ablehnen. Moment mal. Jetzt kommt mir gerade was. Fernando ist, glaube ich, derjenige, der mir einen Runenstein gibt, wenn ich ihm von der Situation im Minental berichte. Das heißt, wenn ich ihn jetzt sofort einknaste, dann ist das Quest weg. Das heißt, ich werde Fernando... Das Quest mache ich jetzt momentan erstmal nicht, weil ich werde Fernando noch brauchen. Dann gehe ich jetzt zu Bromo und gebe ihm mal die Schale zurück. Ich habe ja auch einen Truhenschlüssel gefunden. Ich schaue mal, ob der vielleicht hier zufällig vielleicht passt. Ja, Fernando hat erst nochmal eine Gnadensfrist. Ich überlege gerade. Nee, Lehrling mache ich immer noch keinen. Das hat noch Zeit. So. Aha, der Truhenschlüssel war also für diese. Nicht der Truhenschlüssel, sondern der Turmschlüssel. Hat der eigentlich was dagegen, wenn ich da reingehe? Ich schleich lieber mal. Edles Kurzschwert. Ja, Kurzschwert, jetzt sagt der Name schon wieder alles. Also ich mag keine Waffen, die eine Reichweite haben von, keine Ahnung, 50 oder 60. Das ist mir viel zu wenig. So, jetzt gehe ich mal Richtung Bromor. Was du nicht sagst. Ach, Moment, mein Lehmer hat noch einen Blutkelch. Der ist, glaube ich, hier drin. Ich schlafe mal schnell bis zur Nacht. Weil es schadet nicht, den gleich mitzunehmen. Ich
glaube, der geht sogar noch gar nicht ins Bett, nur weil es Mitternacht ist. Geht er nicht. Das muss noch später werden. Ich gehe jetzt mal kurz zu Bromor, gebe die Schale ab und dann schaue ich mal, ob es dann spät genug ist. Moment, wo ist Laris? Ach, da drin. Oh, ich habe nur gedacht, hoffentlich ist er nicht auf dem Weg zurück irgendwo hängen geblieben. Warum hört er? Hallo Laris. Hast du schon mal einen Teleporterstein benutzt? Nein, aber ich hörte davon. Die Wassermagier sind sich bei den Dingern noch nicht sicher. Ich hab's schon ausprobiert. War ja klar. Du hast vor gar nichts Angst, was? Nun, wenn du die Dinger benutzen willst, dann frag mal Orlan, den Wirt, ob er dich in seine vernagelte Höhle lässt. Soviel ich weiß, hat er einen dieser Teleportersteine für die Wassermagier in der Nähe seiner Taverne versteckt. Du gehst aus dem Osttor der Stadt und folgst einfach dem Weg. Dann kannst du sie gar nicht verfehlen. Ja, stimmt, da war ja was. Kannst du mir helfen, durch den dichten Wald im Osten zu kommen? Okay, aber was willst du da? Ich bekam von Nefarius den Auftrag, nach weiteren Ornamenten zu suchen. Eine Stelle, an der ich suchen soll, ist mitten im Wald. Ich verstehe schon. Der ist dir alleine noch zu gefährlich, was? Kein Problem. Sag mir, wann du los willst. Gut, das ist sehr gut. Aber keine Angst, Laris, in der Nacht gehe ich da bestimmt nicht rein. Such dir jemand anders. Hier laufen genug Typen rum. Ich habe nichts mehr für dich. Gut, ich wollte nur auf Nummer sicher gehen. Ah, hallo Cardiff. Warum er sich so aufregt. Gib mir was zu trinken. Gib mir was zu trinken. Gut, ich wollte nur mal nachschauen. Ja, die Atmosphäre hier lädt dazu ein, auch mal kurz was zu trinken. Wir ziehen auch mal schnell einen Wachholder runter. So, das können wir uns ruhig mal gönnen. So. Genug getrunken. Wir haben noch Welten zu retten. Also ab zu Bromor, Quest abgeben. So. Kann ich eigentlich mit dir. Komm wieder, wenn du ein silberner Teller oder Kelche hast. Okay, ich hab gar nichts. Ich dachte, es ist vielleicht gerade in der Nacht und deswegen macht das nicht. So, Bromor. Deine Schale. Ich habe die Schale gefunden, die Lucia dir gestohlen hat. Großartig. Das wurde aber auch Zeit gedacht. Willst du gar nicht wissen, wo Lucia ist? Nein, wieso? Die Schale ist doch wieder da, oder nicht? Es ist bisher ohne Lucia gegangen, dann wird es das auch weiterhin. Reisende soll man nicht aufhalten. Ja, wenn er das so sieht. Wie sieht's aus mit Finderlohn? Du kannst dich mit einem meiner Mädels umsonst vergnügen. Ist das nichts? Wenn ich, glaube ich, sage, das ist mir zu wenig, dann sagt er, ja, dann lass es halt gleich bleiben. Und dann habe ich das Quest ganz versaut, also nimm mich mal, was ich kriegen kann. Abgemacht. Hier deine Schale. Danke. Geh zu Nadja. Sie wird dich nach oben begleiten. Momentan noch nicht. Das werde ich machen, wenn... Ich setze mich jetzt hier mal kurz einen Moment. So. Das werde ich machen, wenn ich... sie brauche, weil... Okay, genug. Die hübsche Nadja begafft. Das werde ich machen, wenn ich eventuell das Quest mit dem Sumpfkraut mache. Weil dann erzählt sie mir nämlich, wer hier Sumpfkraut gekauft hat. Vielleicht mache ich das Quest, ja. Eigentlich würde ich jetzt gerne es haben, dass Lema ins Bett geht, dass ich ihn schon beklauen kann. Weil wenn ich schon mal dabei bin... Ja, jetzt ist er im Bett, sehr schön. So, dann gib mir mal dein Blutkelch. Vielleicht habe ich ihm den sogar schon geklaut. Na, links, rechts, rechts, links, rechts. Gut, Standardkombination für die Schlösser hier. Ach, ein Blutkelch. Ich habe was anderes gehört. Könnte ruhig mehr Gold in der Truhe sein, wenn wir hier schon beim Goldverleiher sind. So. Goldener Kelch. Mehr ist hier, glaube ich, nicht drin. So. Jetzt ist mir gerade eingefallen, ich könnte eigentlich mal den Fleischhändler beklauen. Der hat bestimmt auch leckere Sachen in seinem Haus versteckt. So, mal vorsichtig reinschleichen. Genau, hier ist nämlich jede Menge Fleisch, das ich mir holen kann. Hallo Alvin, gib mir mal all dein gebratenes Fleisch. Schinken. So, man kann nie genug
Zeug haben, was Lebensregeneration macht. Die Truhe knacke ich auch mal. Da fällt mir ein, ich könnte auch Ignaz mal beklauen. Ja, okay, dass da nicht viel drin ist, habe ich mir schon gedacht. So, jetzt laufe ich mal Richtung Ignaz. Und beklau den mal. Denn eine Alchemistentruhe ist schon interessanter als eine Truhe von einem Fleischer. Ist einfach mal wieder stockdunkel. Und Ignaz hat auch noch ein paar Tränke irgendwo in seinem Haus rumstehen. Also das wird sich auf jeden Fall nochmal schön lohnen. Ich sehe einfach gar nichts. So. Hallo Ignaz. Gib mir all dein Zeug. Ja, Hammer und Säge. Ein Gold im Verkaufspreis. Richtig nützlich. So, Silberkelch. Alles meins. Links, links, okay. Hoffentlich ist er jetzt nicht aufgewacht. Verdammt, was ist los? Hat er das gesehen? Nee, hat er nicht. Das war knapp. Ja, die können nämlich aufwachen, wenn man's versaut. Die Kombination. So, Ignaz. Ja, was ich jetzt machen werde, ich werde einen Trank lernen bei Ignaz, denn ich bin mir ziemlich sicher, dass mir der Trank der Geschicklichkeit, den ich vermutlich lernen werde, nur beigebracht wird von Sagitta, wenn ich mindestens einen Trank wirklich kann. Das heißt, ich will lernen jetzt von ihm die Mana, den kleinen Mana-Trank. Aber jetzt erstmal mit Honig den Apfeltabak mischen für Abujin. Das ist, glaube ich, den er will. Da bin ich mir aber nicht hundertprozentig sicher, deswegen mische ich erstmal nur einen Tabak. Und ich lerne jetzt. Weil jetzt habe ich 31 LP, dann kann ich ruhig einen LP ausgeben, dann bin ich wieder richtig schön auf einer Lehre mich die Kunst der Alchemie. Was willst du wissen? Ja, bring mir die Mana-Essenz bei. So, jetzt kann ich nämlich einen Trank brauen. Und jetzt bringt mir Sagitta, glaube ich, ihren Geschicklichkeitstrank bei. Das wahrscheinlich der einzige ist, den ich wirklich lernen werde. Aber jetzt gehe ich erstmal pennen. Jetzt ist es mir hier nämlich zu dunkel. Ja, steht mal auf, dass ich euer Bett benutzen kann, bitte. Ja, das stört dich schon nicht, oder, Matteo, wenn ich hier mal schnell dich aus deinem Bett rausschmeiße, um selbst darin zu pennen. Warte mal. Verdammt, was willst du? Hast du vielleicht neue Ware gekriegt? Nein, hast du nicht. Gut, ich schau mal, ob Matteo irgendwas... Ne, der hat nichts Neues. Sehr schön. Soweit, so gut. Schau ich mal kurz, fliege ich mal kurz durch meine Quests durch. Jetzt müsste ich noch das Richtige... Was war Quests? L. Tilde, Zugang zum Innerskelett, Blutkelchen. Den Krug in einem Zug. Okay, da ist nichts Neues dabei. Dann habe ich eigentlich in Corinnes soweit wieder alles erledigt. Ach ja, den Apfeltabak kann ich schnell abgeben. Beziehungsweise den Honig-Apfeltabak. Und wenn es der richtige ist, dann mische ich gleich den Rest noch. Dann gehe ich gleich hier wieder rein und mische direkt die restlichen noch mit Honig. Wo ist denn Abujin eigentlich? Schläft er auch hier im Gasthaus? Hakon, den brauche ich gerade nicht. Sarah, Jora, Abujin, da ist er ja. Abujin, ich habe hier was für dich. Ich habe eine neue Tabakmischung. Lass mich deinen Tabak probieren. Ja, vielleicht gibt jeder neue Tabak plus 100 EP, also eventuell muss ich jeden einmal machen. Das schmeckt ausgezeichnet. Etwas Besseres habe ich noch nie zuvor geraucht. Wie hast du diese Mischung hergestellt? Ich habe den Tabak mit Honig gemischt. Das hast du getan, Vater der Mischkunst. Es wäre mir eine Freude, wenn ich meine armseligen Pfeifen damit füllen könnte. Stopf du mal. Danke, Sohn der Großzügigkeit. Keine andere Mischung wäre so gut wie diese. Alles, was du mir davon bringst, werde ich dir abkaufen. Stopf du mal. Ja, es kann sein, dass jeder Tabak 100 Erfahrung gibt, den ich mische. Das heißt, ich gehe jetzt mal schnell zu
Constantino und misch den mal mit Dunkelkraut, da ist nämlich mit Sumpfkraut. Da ist nämlich, glaube ich, auch ein lustiger Dialog mit verbunden. Und dann schaue ich mal, ob das 100 EP gibt. Da speichere ich jetzt vorher mal ab, weil ich will jetzt keinen Apfeltabak verschwenden. Was ist los? Tabak mischen mit Sumpfkraut. Und gleich auch noch mit Dunkelpilz, falls ich denn wirklich 100 EP pro Mischung krieg. Dann kann ich nämlich gleich beide abgeben. Und keine Dunkelheit. So, und wenn es keine 100 EP gibt, dann werde ich wahrscheinlich neu laden, weil die Erfahrung will ich auf jeden Fall haben. So, Abu Jean. Dann stopf mal mit Sumpfkraut und mit Dunkelpilzen. Ich gebe ihm erstmal den mit Dunkelpilzen, weil der mit erstmal das gute Zeug oder das normale Zeug und dann das richtig harte Zeug. Nein, das kann ich ihm jetzt gar nicht mehr geben. Okay, neu laden. Eventuell hätte ich erst die anderen brauen sollen und ihm dann den guten geben, aber jetzt ist es zu spät. Das heißt, jetzt mische ich den Rest gleich. So, Tabak mischen mit Honig. Mit Honig. Jetzt ist eh gleich vorbei. Ja, jetzt habe ich keinen Apfeltabak mehr. Oder keinen Honig. So. Dann gebe ich ihm mal den Rest. Was ist los? Nix, ich bin noch schon wieder weg, Konstantin. Weil jetzt habe ich nämlich auch ordentlich Power. Jetzt habe ich hier Feuerbälle dabei. Damit kann ich mich mal durch die Söldnerbanden durchschlagen. Wobei ich die meisten jetzt mal versuche, so umzuhauen. Schau ich mal rein. Ich habe jetzt Einhänder 14%, weil ich habe jetzt durch die Steintafeln hier einiges gelernt. Stärke, Geschick. Naja, 22 Stärke. Vielleicht kann ich damit irgendwas machen. Nee, da komme ich noch lang nicht dran. An die nächste Waffe. 17 Geschicklichkeit oder 8 Stärke. 12 Geschicklichkeit, ja, hilft nichts. So, Abu Jean, ich habe was für dich. Honigtabak. Ich habe Honigtabak für dich. Es ist mir ein Vergnügen, mit dir Geschäfte zu machen. Ja, das war's aber erstmal mit Honigtabak. So. Boah, jetzt dachte ich, ich steck fest. Ja, ist gar nicht so leicht, hier runterzukommen. Ich hätte einfach den normalen Weg auch gehen können. So. Soweit, so gut. Ich kann noch mal ein bisschen Schrott verkaufen. Zeig mir deine Ware. So. Was ist denn zum Beispiel ein Schrott? Ja, edles Kurzschwert. Reichweite 50, das werde ich im Leben nicht tragen. Ja, das Langschwert. Ja, das hau ich auch weg. Die beiden hebe ich mal auf. Wobei, Degen finde ich eh noch genug weg damit. Degen der Banditen hebe ich mal auf. Ja, das ganze Getränkzeug hebe ich auch mal auf. Ja, so viel kann ich gar nicht weghauen. Wobei, den Truhenschlüssel brauche ich nicht mehr. Aber ich bin es eigentlich gewohnt, dass Jora mein Schrotthändler ist. Das heißt, an den verkaufe ich mal alles. Zeig mir deine Ware. Aber ich werde ein paar Schlüssel jetzt mal verkaufen. So, in dem Turm war ich drin. Den Turmschlüssel brauche ich nicht mehr. Zimmerschlüssel zur toten Harpie. Ich weiß gar nicht, ob ich die noch brauche, nachdem ich die einmal aufgeschlossen habe. Aber den behalte ich mal. Kellerschlüssel, den brauche ich auch noch. Gehörte einem Banditen. Das war ganz am Anfang der, wo ich mit Cavalorn drin war. Den brauche ich auch nicht mehr. Truhenschlüssel von Valentino brauche ich auch nicht mehr. Den brauche ich auch nicht mehr. Xardas sein, das weiß ich halt nicht. Den hebe ich mal auf. Den brauche ich noch. Den brauche ich auch noch. Okay, dann sind die mal weg. Lucias Abschiedsbrief brauche ich auch noch. Das ist ja schrecklich. Den Silberkelch hebe ich mir mal auf. Der erzähle ich gar nicht. Ja, soweit, so gut. Ich muss weiter. Genau, das muss ich. Das ist ja interessant. Los geht's. Jetzt könnte ich eigentlich auch links rum mal schauen und da mal ein bisschen rum ein paar Viecher töten. Das mache ich auch direkt mal. So, jetzt muss ich aber die so in die Richtung hier leiten, dass nicht die Stadtwachen in den Kampf eingreifen. Sonst töten die nämlich. Das will ich nicht.
Das soll nämlich meine EP sein. Lachen würde ich jetzt, wenn du da oben diese Armbrusttrenne auf die Blutfliege schießt. Der steht nämlich irgendwie direkt über uns. Oh, Feuerwurzel, sehr schön. Sehr schön, Feuerwurzel. So. Ja, mal gekrittet. So läuft es doch ganz gut. So, ist hier noch irgendwelche Pflänzchen? Ne, hier ist nichts mehr. Hier vielleicht. Dunkelpilze, sehr schön. Mana, Mana, Mana. Gut, weiter geht's. Was ist hier noch? Ja, Feuerkraut. Lag da noch irgendwas? Ne, hier ist nichts mehr. So, weil, wenn ich mich recht erinnere, ist links von mir eine Höhle, da sind aber nur irgendwelche Ratten drin und Mollerratzen und so, da müsste ich eigentlich mit klarkommen. Jetzt gucke ich mich nur mal hier um, mal Fellknöterich. Ich glaube, Fellknöterich und Wein brauche ich für Mana-Tränke später. Das muss ich alles mal aufheben. Gut, da sehe ich schon die ersten Ratten. Ich laufe nur immer ein bisschen zickzack, damit ich die ganzen Pflanzen eventuell sehe. Ach so, da hat nur jemand gegähnt. Ich dachte, der greift mir jetzt irgendein Viech an. So, die beiden Ratten, um die kümmere ich mich doch gleich mal. Ja, die werden eh beide ach, scheiß Fleischschwanzen, geht mal weg, sonst kriege ich euch die ganze Zeit ins Target und die Riesenratten nicht rein. Ja, während ich auf eine schlag, schlägt mich die andere natürlich. Na komm. Schaffe ich es jetzt mit einem Schlag? Nee, immer noch nicht. Ja, ja, viel Spielzeit ist vergangen. Keine Ahnung, wie lange ich jetzt schon spiele. Bestimmt schon, weiß nicht, 5 Stunden? Sieben oder 8 Stunden oder so schon. Und ich kann immer noch nicht eine Fleischschwanze mit einem Schlag umhauen. Ja, ja, warum auch? Ich habe ja auch noch nichts gelernt. Da, genau, da war noch eine Feuernessel. Rostige Axt, ja. Ja, noch brauche ich alles Gold, also. Noch brauche ich alles. Ekelhafte Ratten. Okay, da hinten sind Mollerrats. Wir müssen aufpassen. So. Dann haben wir hier noch nix. So, Mollerratz. Sehr schön, es kommt nur einer. Das ist sehr, sehr schön. Bin immer noch der festen Überzeugung, dass ihr mal zwei Fleische gedroppt habt. Aber egal. EP-Fleisch. Ich gehe jetzt mal hinter in die Ecke. Hier ist, soweit ich weiß, zwar kein Viehzeug mehr, aber vielleicht sind hier noch irgendwelche Pflänzchen. Zum Beispiel Dunkelpilze. Versteck dich nicht, lieber Held. Nix mehr. Blauflieder. Ja, hier ist die Mauer zwar ziemlich tief, aber hochkommen tue ich trotzdem nicht. Nee. Er würde zwar mit den Fingern drankommen, aber es reicht nicht ganz. Er hat eh nichts gerade zu tun in der Stadt. Ah, Heilpflanze. Ja, für Heilpflanzen überlege ich mir jetzt echt, ob ich jetzt für Heilpflanzen noch stehen bleibe. Weil es ist 10 LP Heilung und von den Heilpflanzen habe ich eh schon, keine Ahnung. Bestimmt 100 Stück oder so. Blauflieder. Ja, für die anfängliche Mana-Regeneration, wenn ich dann mal tatsächlich Magier werde, sind Blauflieder und alles Mögliche noch richtig nützlich. Gold. Heilpflanze, ja. Wenn sie schon direkt neben mir liegen, dann nehme ich sie auch mit. So. Was haben wir noch? Blauflieder. Da sehe ich schon die nächsten ekelhaften Ratten. Jetzt gucke ich mich hier schnell kurz um, bevor ich in die Höhle reingehe. Aber da ist nichts mehr. Ne, jetzt gehe ich in die Höhle rein.
Ist aber jetzt eh nicht so viel drin, glaube ich. Jetzt muss ich erstmal schnell mein Fenster zumachen, da haut jetzt jemand mit einer Motorsäge draußen ordentlich rum. Unglaublich. Samstag in aller Herrgottsfrüh, 9 Uhr. So. Liebe Ratte, komm da mal raus. Ich sehe da nämlich schon wieder irgendwelche Fleischwanzen. Und oh, so will ich das sehen. Weil die Fleischwanzen lenken mich nur von euch ab. Da war ein Pfeil. Fleischwanzen, Igitt. Ja, soweit ich weiß, sind in der Modifikation ein paar... Oh, da sind Banditen da hinten. Soweit ich weiß, sind in der Mod ein paar... Viecher irgendwo hin platziert worden, wo vorher keine waren. Also normalerweise sind hier keine heftigen Feinde drin, aber ich bin mir halt echt nicht sicher. Deswegen proceed with caution. Hallo? Nein, niemand? Wenn es nur denn so ein normaler Bandit ist, dann müsste ich den eigentlich kriegen. Weil direkt über mir ist ja Jacks Leuchtturm. Und da sind Banditen drin, die sind ein bisschen heftiger. Das sind, ich glaube, die heißen Halunken. Und die hauen richtig rein. Also die machen mich... Die machen mich richtig kaputt. Und die mache ich sowieso erst noch einen großen Bogen. Ich will mich nur mal hier in der Umgebung umschauen. Abspeichern. Uah, ekelhafte Fleischwanzen. Da sitzt auf jeden Fall noch einer. Mich wundert es, dass der mich noch gar nicht angreift. Na, kommst du? Da ist wieder eins von diesen Drecksviechern. Ach so, die greifen jetzt erst. Ja gut, die greifen jetzt den Maulerrat an. Das kann ich jetzt nicht mehr verhindern. Die EP verliere ich halt. Geh hier nicht rein. Nicht. Geh zurück. Geh zurück. Ja, jetzt greift mich nämlich schon. Jetzt greifen sie mich nämlich schon an. Ja, die kriege ich nie auseinandergezogen. Ich hätte einfach draußen bleiben sollen. So, jetzt müssen wir mal schauen, dass ich die einzeln irgendwie erwisch. Okay, die haben jetzt einmal 30 EP. Weggenommen, indem sie die Ratte kaputt gemacht haben. Vielleicht kriege ich einen raus. Autsch. Ich müsste es schaffen, dass einer nur hier rausgeht. Ja, genau. Genau so. Und jetzt auch hoffen, dass der andere nicht rauskommt. Und natürlich hoffen, dass ich jetzt nicht sterbe. Sonst hat sich das alles direkt mal erledigt. Weil der Tod ist ziemlich endgültig, habe ich mir sagen lassen. Mittlerweile bin ich noch ganz zufrieden mit der Anzahl meiner Tode. So oft bin ich noch gar nicht gestorben. Alles. Ich nehme alles mit. Der andere wird noch hier drin festhängen. Sehr schön. Na komm schon, jetzt stell dich nicht so an. Jetzt sterbe ich, glaube ich. Ich habe von Anfang an schon irgendwie das Gefühl, der Kampf läuft nicht so rund. Irgendwie habe ich das Gefühl, jetzt sterbe ich. Degen. Ja, wenn der mich trifft, tut's weh. Na komm. Wie viel Ärger ich mir ersparen könnte, wenn ich ihm einfach seine Rüstung abnehme. Dann könnte ich nämlich direkt hier bei allen Banditen einfach rumlaufen, ohne dass sie mich angreifen. Und ich hätte in der Add-on-Welt dann nicht das Problem, an so eine Rüstung erstmal ranzukommen. Aber es geht nicht. Die Rüstung können wir nicht abnehmen. Oh, das wird noch... Das könnte noch eng werden, wenn er mich trifft. Nee. Alles meins, alles meins. Da ist noch ein Pfeil, den nehme ich auch noch mit. Oder auch nicht. Da hinten ist, glaube ich, eh nichts mehr.
nicht die Fleischschwanzen habe ich alle ausgeplündert. Da ist eh nichts mehr. Das ist, glaube ich, irgendeine Ork-Statue mit irgendwelchen Stacheln, aber da ist, glaube ich, sonst nichts mehr, was man looten kann. Mit den Pfeilen kann man sich richtig vorstellen, was hier passiert ist. Die Banditen waren da drinnen und da draußen standen irgendwelche anderen Leute und die haben hier richtig reingeballert mit den Pfeilen. Oder es war... Truhe, speichern. Oder es waren die eigentlichen Bewohner dieser Hülle drin und die Banditen haben sie rausgeballert. Moment mal, das war ein anderer Fisch, war das einer, den man aufmachen kann? Wo sind sie denn, die Fische? Ach nee, das war ein Hering. Ja, den esse ich... Den esse ich nicht auf. Ich weiß nicht, ob ich den brauche. Mal für irgendwas. Sonst hätte ich den gleich weggegessen, dass das Inventar wieder ein bisschen leerer wird. Da ist nichts zu holen. Genau, hier ist nur diese Ork-Statue. Ich weiß gar nicht, ob ich sterbe, wenn ich zufällig auf die... hier auf diese Spitzen da am Boden draufsteige. Hier ist aber auch, glaube ich, sonst nichts mehr. Ich gehe mal vorsichtig außen rum. Ja, da sind so viele Leute gestorben. Kann ich da durchlaufen? Ich kann sogar durchlaufen. Nichts zu holen. Aber hier gibt es eh nicht viel zu looten. Ja, so viele Leichen wieder liegen, dachte ich, okay, da wird es vielleicht was geben, aber nö. Ja, rostiges Schwert gibt mir ein Gold, glaube ich, im Verkauf, aber... Ja, wer den Cent nicht ehrt. Weiter geht's. Hier drin bin ich jetzt soweit. Eigentlich würde ich gerne mal irgendwo pennen, aber ich laufe jetzt nicht extra in die Stadt zurück. Nur um mir ein bisschen Essen zu sparen. Weil ich gehe jetzt noch links den Berg hoch. Da komme ich zwar nicht allzu weit. Aber da gibt es noch ein bisschen EP. Ein bisschen Loot. Hier bitte hoch. Im Moment war ich hier in der Ecke schon und habe hier nach Pflänzchen geguckt. Weil ich will halt echt an nichts vorbeilaufen. Ich bin mir nicht mehr hundertprozentig sicher, wo diese ganzen Drachenwurzeln und Goblinbeeren und so sind. Und die sind halt auch schon sehr, sehr wichtig. Auch wenn ich jetzt Magier mache, sind die Drachenwurzeln halt trotzdem wichtig, weil auch wenn ich sie roh esse, geben sie mir halt plus 1 Stärke. Hier sind, glaube ich, Scavenger. Ja, da muss ich mich jetzt ein bisschen hochfuttern. Genau, das mache ich jetzt mit meinem Käse. Was ist denn das? Das ist ja ein Keiler. Oh weh. Ich weiß gar nicht, ob ich das schaffe. Die sind, glaube ich, ziemlich hart. Ja, probieren geht über Studieren. Ich könnte die natürlich mit einem Feuerpfeil mal anlocken. Die brauche ich jetzt sowieso nicht mehr so dringend, die Feuerpfeile. Aber ich habe gar keinen Feuerpfeil mehr. Magieschaden 35. Ich probiere es jetzt mal so. Ja, aber soweit ich das in Erinnerung habe, wird das nicht klappen. Nee, die haben so eine komische... Nee, das bin ich... Ja, das klappt nicht. Die haben so eine komische... Ich weiß nicht, die bewegen sich so komisch. Die Bewegung kann ich ganz schlecht einschätzen. Das muss ich anders machen. Ich könnte den einen Blitz hier mal verbrauchen. Sonst gammelt der hier so alleine in meinem Inventar rum. Ah, jetzt klappt es ja doch ganz gut. Tja, jetzt hat es doch ganz gut geklappt. Kein einziges Mal hat er mich getroffen. Aber egal, den einen Blitz brauche ich sowieso nicht mehr. Jetzt wird es ein bisschen interessanter, weil Scavenger finde ich fast noch ein bisschen härter. Weil die hauen ganz schön hart zu. Da links hinten sieht man die Halunken, wenn ich in denen ihre Nähe komme, dann bin ich wirklich Fischfutter. Oh. Ja, dann isst du mal. Wenn ich es schaffe, ihn vielleicht da an die Ecke zu drängen, dann könnte ich ihn nur schlagen, so links, rechts, genauso. Ja, sehr schön. Das lief gut. Ja, 90 EP, ich meine, das ist... Oder wenn ich mich nicht versehen habe, dann waren es 90.
Den drücke ich mal auch wieder gegen die Wand, wenn das klappt. Nee, bis ich den an der Wand hinten habe, bin ich oder er schon tot. So. Nee, 60 EP waren es, nicht 90. Ja, viel weiter komme ich da schon nicht mehr ran an den Turm. Da liegt, glaube ich, noch eine Pflanze. Nee. Ja, dahinter, ich weiß nicht. Wobei, ich könnte da oben mich mal auf dem Plateau umschauen. Ich glaube, da liegt auch noch irgendeine Pflanze, die ich brauchen kann. Ich weiß nicht, ob ich viel weiter jetzt da reingehen soll, weil da sind dann Walks um die Ecke. Und ja, da hört man schon einen Schattenläufer unter mir schlafen. Aber ich meine, hier oben war hier nicht noch irgendein Pflänzchen? Ja, Kronstöckel. Genau danach habe ich gesucht. Schläfst du noch? Ja. Da kann ich mich jetzt nämlich mal reinschleichen und schauen, ob da irgendwas Nützliches drin ist. Außer du wachst jetzt schon auf. Nee. Da schleiche ich mich jetzt mal kurz rein. Theoretisch kann ich ja schon den Blitzschlag auch schon anlegen, die Spruchrolle. Und der macht auch schon richtig Schaden, also unter Umständen könnte ich den Schattenläufer hier sogar schon umhauen. Aber, ja, das gibt mir 300 EP und ein Fell, das ich dann bei Bosbar verkaufen kann, wenn ich Lehrling bei ihm mache, aber... Warte mal, der pennt auf irgendwas drauf. Aber es ist halt... Ich heb mir das lieber für eine wichtigere Sache auf. Da, genau, Mana-Extrakt. Boah, dass der das nicht gemerkt hat. Ich heb mir die Spruchrolle lieber für Gegner, auf die ich wirklich besiegen muss, um weiterzukommen. Also irgendwelche Söldner zum Beispiel, die ich umhauen muss, um irgendwelche Quests zu lösen oder so. Ja, aber das waren direkt mal ein paar Lederbeutel. Und weiter. So, jetzt wird schon reichen. Ja, direkt ein paar Lederbeutel, ordentlich Geld. Ja, viel weiter gehe ich da jetzt noch nicht rein, dahinter. Das ist mir noch zu hart. Da sind Snapper, da sind Walks. Das ist mir noch eine Spur zu krass. Darunter würde ich gern springen, weil da ist irgendwo eine Drachenwurzel oder eine Goblinbeere. Aber das ist mir zu nah an den... Das ist mir da zu nah an den Banditen dran. Wobei, den kleinen Sumpf da hinten könnte ich noch machen. Das sind, glaube ich, nur ein paar Ratten. Da schaue ich mich nochmal kurz um. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Nein, das war ein Keiler. Nee, das lasse ich bleiben. Oh nein, oh nein, oh nein. Eventuell sind es sogar zwei. Kann ich dem noch entkommen? Ja, das sind glaube ich zwei. Ja, okay, die lassen mich in Ruhe. So, seid ihr weg? Ach, ist das einer oder zwei? Ich glaube, das ist... Ach, das ist nur einer. Ja, komm. Ess dich hoch. Ich trinke jetzt mal einen Trank. Ach, der macht dir nur noch 15% der Heiltrank. Das war früher... Zumindest am Anfang war das mal mehr. Ja, komm, den probiere ich jetzt mal. Abspeichern und... Ein Versuch ist es wert. Wenn es so klappt wie vorhin... Ja, wenn er mich einmal trifft, ist der Rhythmus draußen. Ja, noch kann es klappen. Boah. Ja, noch muss die Konzentration gehalten werden, solange ich noch nix in Kampftalente habe und nix Mana und gar nichts. Da muss ich mich sogar hier noch mit den Keilern richtig heftig rumschlagen. Gut, hier sind nur noch ein paar Ratten. Die sollte ich mit den restlichen HP, die ich noch habe, schaffen. Ja, aber viel weiter gehe ich jetzt dann wirklich nicht mehr, weil jetzt sind wirklich dann gleich die Worge um die Ecke. Ja, wenn ich mal dann, genau, kritten könnte, wäre das sehr schön. Hier sammle ich mal alles ein. Moment mal, hoffentlich sehen die mich jetzt nicht. Ich höre Wölfe. Hoffentlich sehen die mich jetzt nicht und springen jetzt gleich hier runter. Das wäre etwas blöd.
Vielleicht sind es sogar Worgel. Ich will nur hier schnell alles einsammeln. Ich weiß gar nicht, ob ich das Sumpfkraut überhaupt mal irgendwann überhaupt brauche. Ich weiß nur, dass man es ein einziges Mal braucht für die Wiederherstellung des Auge Innos. Da brauchen wir irgendwie 3 Sumpfkraut oder so. Aber sonst weiß ich gar nicht, ob man die nochmal braucht. Aber das war genug an der Stelle. Ich werde jetzt auch noch nicht links um die Ecke gehen. Da ist zwar so ein... Das ist irgendein NPC. Ist das Jan? Ich weiß es gar nicht. Irgend so ein Jäger. Aber viel kann ich da jetzt auch nicht machen, weil ganz oben auf der... Ganz oben auf dem Berg liegt zwar, soweit ich weiß, auch irgendein Kronstöckel vielleicht, aber... Ach Moment, das Vieh schläft aber. Weil ich glaube, Atari hat da oben ein Viech hinzugefügt, das mich jetzt auf jeden Fall daran hindern wird, da oben was zu looten. Aber das schläft, glaube ich. Das heißt, an dem kann ich mich vorbeischleichen. Hier sieht man richtig schön Xardas Turm. Ach, diese Weitsicht. Ja, mit denen lege ich mich jetzt mal an. Die kann ich schnell machen, wenn ich eh schon mal hier bin. Aber erstmal muss ich mich wieder ein bisschen hochfuttern. Weil mit denen ein paar HP, die ich jetzt hier habe, wird das nichts. Weil die Scavenger werden mich auf jeden Fall ein, zweimal treffen. Wanzenfleisch, lecker. Richtig schön die Kakerlaken zertreten und ihr Fleisch rausgepresst und... Blech. So. Erster Scavenger. Ein bisschen zurück, dass der zweite mich nicht gleich erwischt. Aber wenn der blöde Baum mir mal aus dem Weg gehen könnte... Das lief schon mal gar nicht schlecht. Ich meine, Scavenger hätten nochmal 90 EP gegeben. Ah, das weiß ich nicht. So. Die komischen Fliegen da oben werde ich auch machen. Ja, das lief jetzt nicht ganz so toll. Fliege. Fliege Nummer 1. Ich bin ja schon froh. Normalerweise sind ja solche Fliegen prädestiniert dafür, dass sie einen vergiften. Ich bin ja schon froh, dass es sowas in Gothic nicht gibt. Gift ist so eine Statusveränderung, die kann ich überhaupt nicht leiden. Na komm. Boah, war das wieder schlecht. Leichte Armbrust. Bolzen. Ja, wieso nicht? Ich wusste gar nicht, dass hier das Zeug auch noch rumliegt. Das war zu gut. Die Fliege mache ich noch. Jetzt bin ich schon echt nah an dem... Oh, da unten habe ich schon Skelette gesehen. Ja, Skelette sind, glaube ich... Also sie sind rein vom Nahkampfverhalten her auch nicht so hart, aber ich mache halt einfach zu wenig Schaden. Wieso treffe ich die denn eigentlich nicht? Es sieht immer so aus, als wäre die nur einen Meter vor mir, aber ich treffe sie trotzdem nicht. Da werde ich auf jeden Fall nicht runtergehen. Genau, da ist der Jan, glaube ich, heißt er. Mit dem ratschen wir mal kurz. Und wir klauen ihm erstmal all sein Essen. Was mich wundert, dass ihm das gar nicht stört. Wie kommst du darauf? Wieso solltest du Mutterseelen allein hierher kommen? Hier ist nichts. Ich wollte mich nur mal umsehen. Okay, tu dir keinen Zwang an. Willst du ein Stück Fleisch? Ja, gern. Ja, gerne. Hier, beste Mole Rat Keule, nach meinem Rezept. Danke. Wieso bist du denn hier? Hier oben habe ich meine Ruhe. In der Stadt fühle ich mich immer so eingeengt. Na, kann ich verstehen. Musst du nicht arbeiten? Alles, was ich brauche, organisiere ich mir selbst. Pfeile schnitze ich mir und Fleisch liefert mir die Natur. Du bist also Jäger? Wenn du so willst, ja. Allerdings jage ich nur, was ich brauche. Nicht um Gold zu verdienen. Ja, ist bestimmt ein cooles Leben. Dann kannst du mir bestimmt was beibringen. Warum nicht? Ich könnte dir zeigen, wie man mit dem Bogen schießt. Ja, das brauche ich aber momentan nicht. Ach, Niklas heißt es nicht. Niklas heißt er nicht Jan. Dann war Jan irgendwer anders. Ja, dass ihn das nicht stört, dass ich sein Zeug mitnehme, wundert mich, aber... Eigentlich ist es ja auch echt nicht in Ordnung, dass ich hier sein Zeug klaue, aber... Bei mir ist es besser aufgehoben als bei ihm. Ich habe schon dieses von diesen Zombies gehört. Ja.
Um die hätte ich mich eventuell auch kümmern können, aber nicht mit Skeletten dazu. Das mache ich wirklich dann erst, wenn ich mich einigermaßen gegen die behaupten kann. Mal schauen. Die Scavenger schaffe ich jetzt hoffentlich noch ohne größere Verluste. Und dann ist rechts um die Ecke geht's da hoch auf den Berg. Aber da ist, wie gesagt, glaube ich, hat Ataria so ein Viech draufgestellt. Und das, glaube ich, ist hart. Und wer schafft, wer überlebt, er oder ich? Es war schon wieder eng. Oh Mann. Die Anfänge in Gothic. Jetzt esse ich mal ein paar Heilpflanzen weg. Die sind... Da dauert die Animation richtig kurz, die zu essen und... Brot habe ich schon wieder. Käse habe ich schon wieder. So, das wird schon reichen. Dann komm mal her, Scavenger. Du bist unter Umständen das letzte Viech, was ich für eine ganze Weile jetzt töte. Weil ich mich an dem Viech da oben einfach vorbeischleiche. Und dann gehe ich vielleicht wieder Richtung Bronas Hof. Guck ich mal kurz hier in der Ecke um. Hier ist soweit, ich weiß eigentlich nichts. Nee. Ja, das passt schon. Oh, jetzt schaue ich mal. Was da oben für ein Viech ist. Ich meine, da oben schläft irgendwas. Kein Schattenläufer, aber irgendwas, was so ähnlich aussieht. Hallo? Ja, da oben, da sehe ich schon. Oh, und das Viech schläft doch nicht. Oh, das ist schlecht. Ja, das Viech ist wach. Sieht doch nicht aus, als würde sich das in der nächsten Zeit mal schlafen legen. Ich versuche den mal zu umgehen. Aber ich wette, der Kronstöckel, wenn denn hier oben einer ist, das weiß ich jetzt nicht mehr genau, ist genau da, wo er ist. Hier sind zwei Pflanzen, aber das wird was anderes sein. Heilkraut. Ach, Kronstöckel! Ja, mit dir lege ich mich jetzt auf jeden Fall nicht an. Ich habe keine Ahnung, was du bist. Eventuell bist du ein Bluthund. Aber das ist mir auf jeden Fall egal, weil das ist momentan eindeutig nicht für mich geschaffen. So, jetzt während ich laufe, kann ich mal überlegen, wo ich als nächstes hingehe. In der Stadt habe ich jetzt eh nicht viel zu tun. Ja, ich werde zu den Söldnern gehen müssen und da weiter questen. Ja, Söldner. Hier in den Wald gehe ich eh nicht weiter rein. Oh, wie weit man hier sehen kann. Hier könnte ich fast da hinten bis zum Fischer schauen. Ist schon cool. So, wo war ich stehen geblieben? Ja, wo gehe ich hin? Zu den Söldnern werde ich wohl gehen. Dann queste ich bei den Söldnern mal durch. Dann habe ich da noch alle EP geholt. Bei den Magiern gibt es nicht viel zu questen. Und dann, das ist dann sozusagen der Spielstand, der, wo mir alles offen steht. Aber jetzt muss ich erstmal richtig lang laufen. Und mal gucken, wie lange ich hier unterwegs bin. So, gehe ich erstmal zu den Söldnern. Hallo Mika. Könnte ich in der Stadt noch irgendwas erledigen? Das überlege ich gerade. Brauche ich in der Stadt irgendwas? Konstantino, Zuris, nö. Nö, erstmal nicht. Ich kann jetzt mal zu den direkt zu den Söldnern. Ich kann auch den Teleporter benutzen. Ich weiß gar nicht, ob die zwei Tage schon vorbei sind für Randolph, weil ich komme in der Taverne vorbei. Dann kann ich gleich Randolph seine Quest abgeben. Schauen wir mal. Gehen wir mal erstmal zu Randolph. Und wenn nicht, dann schlafe ich einfach, weil ich habe ja... Ich habe ja... Oh, Butlerfleisch, hallo. Ich habe ja den Schlüssel noch. Hier ist hier noch mehr. Nee. Ich habe den Schlüssel, dann kann ich mich gleich schlafen legen. Und dann schaue ich mal,
Ob die beiden sich schon zusammengesoffen haben. Ja, diesmal wird Randolph gewinnen, denn diesmal puncht ihm hier Ruka kein Wacholder in sein Bier. Jetzt kriege ich wahrscheinlich erstmal Ärger von Orlan, weil ich die beiden wieder zum Saufen angeregt habe. Wenn er das nicht sieht, kann ich ihm... Da hast du mir ja was Schönes eingebrockt. Jetzt kann ich wieder den Aufpasser für Ruka spielen. Warum? Solange er da drin seine Wetten abhält, sollte besser kein Außenstehender davon erfahren. Ist nicht gut fürs Geschäft, verstehst du? Das war doch schon vorher klar. Hast du schon mal einen Teleporterstein benutzt? Bist du wahnsinnig? Solange mir kein Wassermagier sagt, dass sie ungefährlich sind, werde ich mich ihnen keine 10 Fuß nähern. Sie haben mich damit beauftragt, einen dieser Teleportersteine zu verstecken. Und das ist auch schon alles, was ich damit zu tun haben will. Gib mir den Schlüssel. Kann ich diesen Teleporterstein mal sehen? Von mir aus. Hier hast du den Schlüssel. Ich habe den Eingang verbarrikadiert. Habe ich gesehen. Wo ist dieser Teleporterstein? Im Süden. Nicht weit von meiner Taverne entfernt ist eine Höhle. Da haben die Wassermagier einen dieser Dinger gefunden. Kennst du den Typ mit der Augenklappe? Ich habe ihn hier schon mal gesehen. Ein übler Bursche. Er hat sich damals mit einer riesigen Kiste in einem meiner Zimmer oben einquartiert. Die Miete für das Zimmer hat er nur bezahlt, wenn man ihn ständig danach gefragt hat. Und selbst dann hat er sich nur damit Zeit gelassen. Dann war er eines Tages einfach verschwunden. Seine Kiste auch. Das will doch keiner wissen. Ich will mit solchen Kerlen nichts zu schaffen haben. Sitzt genau neben uns. Keine Ahnung, sagt er. Jetzt gehe ich erstmal eine Runde pennen. Ey, die saufen 2 Tage lang durch. Das ist wirklich nicht mein Problem. Aber gut, soll mir recht sein. Jetzt gehe ich mal eine Runde pennen. Dann kann ich das Quest nämlich gleich als erledigt abhaken. So, schlafen. Schlafen bis zum nächsten Morgen. So. Seid ihr jetzt fertig? Selbst wenn ihr fertig seid, muss ich, glaube ich, bei Orlan, mit Orlan reden. Ja. Jetzt da ist er fertig. Bist du ja endlich. Ich habe schon auf dich gewartet. Was ist passiert? Das Wettsaufen ist endlich vorbei. Wer hat gewonnen? Diesmal hat Randolph gewonnen. Ruka hat wohl einen schlechten Tag gehabt. So, also ich hoffe, dass das das letzte Mal war. Ich will so ein Theater nicht mehr in meinem Haus haben, merkt ihr das? Ja, verzeih mir, Orlan. So, jetzt hole ich mir erstmal schnell P. Greg ist gerade auf der Bank verschwunden. Das ist halt die Nachteile des Renders, des Renderers. Hallo, Randolph. Kopfschmerzen? Mir geht's besser. Diesmal schon. Und übrigens nicht wundern, falls das Bild gerade ein bisschen scheinbar gesprungen ist. Mir ist die Aufnahme kurz abgestürzt, deswegen musste ich hier ein bisschen rumschneiden. Das passiert halt, wenn man 1-stundenlange Parts macht. Aber es ist alles beim Alten. Man soll den Mund nicht zu voll nehmen. Hier hast du dein Geld. Und jetzt kein Wort mehr. Ja, ja, vielen Dank. Ja, bevor wir mit Greg jetzt gleich die Höhle erobern, werde ich mal mich um die Wölfe davor kümmern, denn da stehen nämlich 2 Wölfe da unten. Und wenn Greg da runterläuft, macht er die nämlich mit ein paar Schlägen kaputt und dann sackt er die EP ein. Das will ich aber nicht. Das heißt, ich gucke mich nochmal kurz um, ob hier irgendwas noch in der Nähe ist. Aber nee, die sind eh zu weit weg, die Scavenger sind auch zu weit weg. Aber da stehen nämlich die beiden Wölfe. Und die würde Greg kaputt machen, wenn er hier runterläuft, aber die EP werde ich mir selbst holen. Aber bevor wir uns mit den Wölfen anlegen, mache ich an der Stelle mal einen kurzen Cut. Wir sehen uns dann im nächsten Part wieder, dann kümmere ich mich um die Wölfe, um diesen See und um dieses ganze Gebiet da hinten. Aber das sehen wir alles im nächsten Part. Hier machen wir einmal kurz Schluss und dann sage ich bis zum nächsten Part. Tschüss, ciao und auf Wiedersehen.